Konzertpublikum in Hamburg-Sasel. Eigentlich wollte sich Concerto Köln bald auf die Reise machen, um bei Ihnen in Hamburg Vivaldis vier Jahreszeiten im Saselhaus zu musizieren. Daraus wird nun leider nichts aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Restriktionen. So schön es ist, zu Hause im Homeoffice ein wenig vor sich hin zu üben und vielleicht mehr Zeit für die Familie zu haben, es überwiegt dann doch die Sorge, wie es mit einem freien Orchester wie Concerto Köln in der Zukunft weitergeht und welchen Stellenwert man der Kultur überhaupt in unserer Gesellschaft demnächst einräumen will. Vivaldis vier Jahreszeiten sind ja ein sehr vielschichtiges Werk. Die Musik zeigt einerseits die Freuden, die die Natur für uns bereithält, aber andererseits natürlich auch die existenzielle Bedrohung durch Hitze, durch Sturm, Überschwemmung, Frost und so weiter. Und auch wenn wir heutzutage, die meisten von uns jedenfalls, nicht mehr dem Beruf des Bauern oder des Hirten nachgehen, so zeigt es doch, dass wir immer noch in einem sehr ambivalenten Verhältnis zu Natur und zu unserer Umwelt leben. Glücklicherweise haben wir für unser Konzert in Hamburg-Sasel einen Ausweichtermin gefunden. Es wird jetzt nun nicht Mai werden, sondern es wird Januar werden. Am 10. Januar können wir hoffentlich das Konzert vom Mai nachholen. Wir würden uns sehr freuen, Sie dort wiederzusehen. Kommen Sie gut durch diese unruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie der Musik und Concerto Köln gewogen. Ihr Alexander Scherf.